Okay, sehr schön. Hat funktioniert, ne? Mal richtig hinsetzen eben. Hi. Wie geht's? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Stream. Ja, falls gerade jemand zuguckt. Aber, auf YouTube wird es dann ja geschehen. Haha. Dann kann ich ja auch mal eben ganz schnell... Moin, Norbert-EP. Dann kann ich ja mal eben ganz schnell hier nochmal... Jetzt denke ich dran, den Post auch hier zu setzen. Ich weiß nicht, ob es bei Twitch was bringt, wenn man schreibt, bei Twitch, jetzt geht es los. Weil, ne, man muss ja auf die Twitch-Seite gehen. Aber ich glaube, man kommt dann auch per E-Mail oder so allgemein die Benachrichtigung, dass jemand anfängt, so, weißt du? Das ist, glaube ich, ganz gut. Zum Glück bekommst du morgen eine bessere Cam. Eben. Dann gibt es eben dieses komische Flackern nicht mehr. Jetzt geht es... Ne, warte mal, was schreibe ich denn? Was habe ich letztes Mal geschrieben? Wir legen jetzt los mit Resident Evil Code X. Jetzt... Hetzt, habe ich erstmal geschrieben. Jetzt geht es weiter mit... Ich schreibe so langsam, ne? Resident Evil Cup Veronica X. Veroniak habe ich geschrieben. So. X. So, warte mal. Share Post zu Twitter. Nein! Das bin ich nämlich separat machen. Zack. So, und dann machen wir jetzt mal teilen auf Twitter. Weil ich glaube, der postet nur den Post ohne Dings. Jetzt geht es weiter mit Resident Evil Code Veronica X. Wenn der Titel halt nicht so lang wäre, ne? So, bam! Hat das funktioniert. So, dann mache ich hier den Teilen-Button mal wieder weg. Dann kann ich auch den Tweet ist veröffentlicht, kann ich wegmachen. Dann überprüfe ich das Ganze nochmal, dann kann ich mal mein Streaming-Programm anmachen, damit ich auch alles lesen kann und sehen kann. So, moin, zum Glück war es morgen nicht mehr. Du, Punkt. Blablabla. Was ist das denn für eine Aussage, du, Punkt? Du war die Korrektur. So, gleich geht es dann weiter mit Resi. Eine Standardaussage vom lieben Tim689. Ich habe du falsch geschrieben. Kappa. So, ich sehe heute ja ein bisschen wild. Ich war heute tatsächlich draußen. Ja, ich musste meiner Oma helfen. Deswegen habe ich so eine wilde Frisur heute. Na, ich dachte mal, ich mache das mal nicht neu. Oder style mir nicht neu hin. Weil es sieht eigentlich ganz okay aus, glaube ich. Außer, dass hier immer so ein Härchen mal runterfällt. Aber das ist mir auch egal. So, dann bin ich ja mal gespannt. Ich bin nämlich morgen bis Wochenende weg. Ich fahre sehr weit weg. Ich musste nämlich alles noch heute einstellen. Jetzt streame ich sogar heute noch. Das ist total kranke Scheiße, was ich eigentlich mache. Aber egal. So, wir machen weiter, ne? Hä? Achso, ich glaube, es war ein Kabel. Ich dachte schon, meine Katze schwört hier wieder mein Bein lang. So, dann machen wir mal weiter. Warum habe ich die Munition letztes Mal nicht aufgenommen? Achso, ich wollte ja. Achso, ich wollte erstmal mein Inventar leeren, ne? Meine Haare sind länger. Alter, es gibt noch einen mit längeren Haaren als ich. Vor allem die Residenz heißt das Gebäude, wo wir gerade sind. Ja, geil. Muss ich erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen hier. Warte mal. Hier ist die Karte. Okay. Ich spiele ja momentan wieder Crisis Core. Das ist. Crisis Core sag ich schon. Digital Cerberus, deswegen will ich das Menü immer wieder damit öffnen. So. Ich habe sogar einen Slot frei. Achso, da habe ich das Farbband benutzt, ne? Oh Mann, es puffert. Ja, tut mir leid. Ich habe auch meine Uploads unterbrochen. Ne, weil ich lade gerade sehr viel im Voraus hoch fürs Wochenende. Der ist noch nicht ganz fertig, aber ich habe das unterbrochen. Das muss eigentlich gehen. Das liegt nicht an mir. Und ich habe auf 30 FPS gestellt. Das heißt, eigentlich... Müsste eigentlich geiler laufen als sonst. Das ist nicht meine Schuld. Das ist nie meine Schuld. So, es ist... Ne, das ist ja die erste Kiste, die wir im Spiel kriegen, ne? Na dann. Ja, da ich mir das verklebe, was wir brauchen. Pulver für Pfeile, keine Ahnung. Ich muss, glaube ich, mal niesen. Eieieiei. Okay, den Feuerlöscher brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr. Dann lasse ich es jetzt dabei, weil ich werde ja gleich wahrscheinlich diese Pfeilkanone wieder aufsammeln. Ich glaube, das passt soweit. So, dann speichern wir nochmal. Kappa. Ich kann auch gar nicht mehr speichern. So, was haben wir denn hier? Oh, ach, da sind ja Farbbänder. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, dann. 3 Stück? Bitte. Ja, geil. F-Rang, ich komme. Ich hoffe, ich habe auch alles wieder richtig eingestellt, ne? Immer wieder, wenn ich anfange mit dem Stream, denke ich mir, oh, habe ich irgendwas vergessen, weil ich jetzt halt so viele Änderungen habe. Ich wollte übrigens bis zu diesem Stream die Twitch benachrichtigen, die Steam Follower-Alerts und so neu machen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Man kennt mich ja. Was haben wir denn hier Schönes? Notiz des Sekretärs.
Seit 4 Jahren diene ich Sir Alfred nun schon. Er vertraut niemandem. Obwohl ich sein Sekretär bin, darf ich sein Privatanwesen immer noch nicht betreten. Was hat er bloß für ein Problem? Man sagt, er lebe mit seiner Zwillingsschwester Alexia in dem Haus oben auf dem Hügel. Manchmal habe ich dort jemanden am Fenster stehen sehen. Es könnte diese Alexia gewesen sein, von deren außergewöhnlicher Schönheit hier alle schwärmen. Ich habe Sir Alfred einmal darauf angesprochen, aber das brachte ihn nur in Wut. Obwohl ich sein Privatsekretär bin, lässt er mir nichts durchgehen. Ich glaube, wenn ich noch einmal nach ihr frage, bringe ich mich wieder in Lebensgefahr. Auf jeden Fall ist es nicht nur mit mir ein Rätsel, warum er aus seinem Privatleben mit Alexia ein solch geiles Geheimnis macht. Robert Dawson, interessiert mich nicht. So, ich habe gestern einen San Andreas 100% Speedrun gesehen, ging 13 Stunden. Okay, ich habe San Andreas durchgespielt und zwar nicht zu 100% und das hat 30 Stunden gedauert. Ungefähr 32, halt zumindest bei Steam. Wenn man denkt, dass ich das Spiel immer nochmal 100% oder Let's Playen möchte, am besten nur zu 100%. Weiß ich nicht so recht, ob das eine richtige Entscheidung war. Nee, hier kam ich sogar her, ne? Ja, doch, das ist sogar, das ist ja okay. Alter, wie Claire aussieht. So, ich würde halt jetzt echt gerne erstmal mir diese Pfeilkanone wiederholen. Die war ja in dem anderen Gebäude, ne? Das ist aber ganz schön gay. Ich habe nicht keinen Bock, ins andere Gebäude zu laufen. Das nennt man Speedrun. Ja, ist halt der Weltrekord. 100% Speedrun. Das ist aber echt ein bisschen, ne? Erstmal überbieten. Ja, ich bin schon so trainiert im Spiel, dass das schaffe ich easy, das unter 13 Stunden zu machen. Ist gar kein Problem. Ich höre Fledermäuse. Ich hoffe, die machen mir keinen Schaden. Wahrscheinlich nicht. Obwohl, doch. Das sind nämlich Fledermäuse. Wir wissen ja alle, Fledermäuse sind die brutalsten Viecher dieser Welt. Die töten einen ohne Vorwarnung. Ich habe irgendwie gerade... Was ist das? Stahlkoffer. Ja, okay. Warum nicht? Hey, das ist ein Highspray auf dem Dings, richtig? Okay, dann kann ich gleich nochmal zur Truhe laufen und irgendwie mein Inventar wieder leeren. Fuck you! Ich will nicht gucken, ob hier noch was in den Türen oder so drin ist. Ich kann da nichts machen. Ach Mann, ey! Es sind Fledermäuse, verdammte Scheiße! Was sind Zombie-Fledermäuse? Ich bin vor allem gleich tot. Jetzt bin ich tot, wa? Mann, ich hasse mein Leben. So, ich überlege vielleicht, meinen faulen Arsch endlich zu bewegen und Videos zu machen. Sehr gut, ich möchte endlich auch was machen. Weiß aber nicht was. Ich werde wahrscheinlich mit einem Exposed-Video von Sly anfangen. Versteht nicht. Zelda ist übrigens schon 42 Minuten. Mach doch Let's Plays, das machen heutzutage richtig viele, das ist total begehrt, das machen noch echt viele Leute und dann wird man auf jeden Fall erfolgreich. Ich habe auch noch Spaß dran, deswegen mache ich es einfach, Punkt. So, oder machen Filmtalk, das ist auch immer gern gesehen, habe ich gehört. So, bin ich jetzt eigentlich wirklich gleich tot, habe ich das richtig gesehen? Ich will das Menü mal mit Dreieck öffnen, ich hasse mein Leben. Ja, dann esse ich jetzt das hier. Ich bin immer noch im Achtung-Modus, ja, leck mich doch mal. Vor allem mit Kreis und X bestätigt man. Das ist ganz, ganz schlimm für mich. Jetzt will ich die Map mal kurz angucken. Da war ich drin, da ist No Escape. Oh, hier kann ich nochmal rein. Ich kann hier doch nicht rein. Oder kann ich da, warte mal, kann ich den PC hier irgendwie bedienen oder so? Ah ja. Hatte ich glaube ich sogar schon. Security Lock System is active. Enter an employee ID to activate the unlocking device. Please enter your ID number. 666! Teufel! ID verification in progress. Please wait. Error! Has been rejected. Please enter your... Self-destruction in enabled. Ja, dann will ich jetzt eigentlich gerne zurück irgendwie, wenn das geht. Ja. Ich habe ein paar Daten über zumindest seinen deutschen Twitter-Account. Wer verbietet die? Der gute alte Orwell hat versucht uns zu warnen und heute ist es noch viel schlimmer. Ja. 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 Ist jetzt Ansichtssache wahrscheinlich. Ganz so kaputt ist unsere Welt zumindest noch nicht. Zumindest nicht in unserem Land. Der wird einfach von einem fucking 14-Jährigen geleitet. Ich weiß halt nicht mal, was das ist.
Unwissenheitsjunge kommt wieder zurück. Hier ist abgebrochen. Das stand abgeschlossen. Ich weiß, aber ich habe abgebrochen gesagt, weil das gerade so aussieht. Da ist irgendein Emblem zumindest. Okay. Viel mehr ist hier, glaube ich, auch nicht. Oder? War hier denn die Tür? Ja. Ich habe halt echt einige Nachweise darüber, wie der Typ in einer Gamer-Community ist. Die Überwachung ist größer. Ja, 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 ja. Ich kenne mich halt wieder nicht aus, ne? Ach, ich mache kein Geheimnis drum, dass ich mich nicht auskenne. Muss man eine gute Eigenschaft von mir so nennen. Es gibt Leute, die einfach mal keine Ahnung haben, aber denken, dass sie die geilste Ahnung haben. Ich bin ehrlich und sage, ich muss den Kopf öffnen. Nein. Und sage einfach, ich habe keine Ahnung. Mann, das will ich gar nicht. Himmel, Herrgott. Zumindest, so, kann ich jetzt irgendwie öffnen hier? Ein einfaches Los. Ich könnte es mit einem Dietrich öffnen. Deine Mutter kann ich mit einem Dietrich öffnen. Dietrich, Dietrich. Ich kenne aber leider keinen Dietrich. ja. Zumindest. Oh, Heilkraut. Zumindest. Oder unten glänzt was. Sehe ich gerade. Ja. Als ob die Kommode bewegt wurde. Nimm doch das glänzende Objekt, du. Achso, weil. Ich bin doof. Moment. Hä? Achso, in die Richtung. Wahrscheinlich. Uah. Was haben wir denn hier? Ein Dietrich? ID-Karte. Das ist doof. Sie ist verschlödelt. Zwei Höhlungen, die die Form von Pistolen haben. Oh, wenn wir mal eine Knarre reinstecken, ne? Ist doch gar kein Problem. Spielst schon eine Stunde und hat immer noch nicht den Kistenraum verlassen. Ja, fast eine Stunde. Minus 48 Minuten. So. Ich kann nicht sowieso nirgendwo lang, ne? Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich wieder ins andere Gebäude. Ist interessant, obwohl ich halt... Warte mal, ich bin doof. Ich will nochmal eben das Kraut abwerfen. Ja. Schwupp. Weg damit. Wozu brauche ich die ID-Karte, frage ich mich halt so ein bisschen. Und ich frage mich, ob ich den Koffer... Nee, ich pack den erstmal weg, weil, weiß ich nicht. Weil ich nur beschränkt Platz habe. Oh, lol. So. So viel mit, das soll relativ kurz sein. Was? Das Spiel, ne? Gehe ich mal, obwohl, warte mal, oder kann ich jetzt die ID, was bringt mir die ID-Karte? Kann ich damit jetzt irgendwas am PC machen, weil da steht ja ID-Code und so. Einfach mal so ganz, ganz wild. Diese wilde Theorien hier schon wieder anwenden. Das ist jetzt nicht möglich. Was ist denn das genau? Aha. ID-Karte für Umbrella Angestellte. Das Wort NITGO 394. Nitgo 304, Nitgo 304. Nee, nein, 94, oder? Ach, scheiß doch die Wand an, warte mal. Nitgo. Oder war das eine 0? Scheiße. Ah! Moment. NTC 0394, NTC 0394, NTC 0394, NTC 0394, NTC 0394. NTC 0394. NTC 0394. NTC 0394. NTC 0394.
9, 4. ID Verification in progress, please wait. Ratet mal, Leute, Dachsling. Ratet mal, welcher Held morgen ein Date hat und von Samstag bis Sonntag eine Mädel bei sich übernachten hat. Ja, lol. Leute, das meine Video ist verdeckt gewesen. Wirst wohl erwachsen. Langsam. Oh, ich dachte, es hätte Norbert geschrieben. Nein. Der Held bin ich. Okay. Nicht das. Hast du schon mehr geschrieben, Darkseid? Has been confirmed. Okay. The security lock system is deactivated. Aha. Jetzt komme ich in die Tür rein. Die Karte wird nicht mehr benötigt. Ja. Ablegen. Heißt, ich habe die jetzt einfach hingeschmissen oder sie ist wieder verbrannt und gestorben. So wie ich. Ich mach wieder komische Geräusche! Ih, Zombies, wer rechnet mit sowas? Boff, 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 boff. Ich weiß ein bisschen geil, dass im Spiel scheinbar die Zombies irgendwie respawnen. Falls es wirklich so ist. Weil irgendwie sind sie das. Wie tun sie das, habe ich das Gefühl. Ihr seht die Unfallanimation dieser Zombies nicht mal so smooth aus, finde ich. Jetzt stirb doch! Himmel, Herrgott. Alter, willst du mich. Willst du mich ficken? So, kann ich eigentlich. Gibt es denn hier eine schnelle Möglichkeit nachzuladen? Ich weiß es halt echt nicht. Ich glaube nicht. Och, komm schon. Nee, lass mal. Ich habe nicht mehr so viel Leben. So, kurz gucken, ob ich schon in... Danger! Ich hasse mein Leben. Ich bin der schlechteste Zombie-Töter aller Zeiten, ne? Wisst ihr das eigentlich? Liege mir zu Füßen. So ist gut. Blute mal schön. So ist's fein. Sie ist verschlödet. Ein goldenes Emblem ist eingraviert. Aha, also bin ich hier wieder für nichts hingegangen. Habe ich es richtig verstanden. Cool. Ach, da ist auch noch eine Tür. Ich bin doof. Nope, nur das mit dem Girl. Nick ist jetzt kein echter Gamer mehr. Leon, ich habe dich beim Tsuktsui-Stream verpasst. What? Verstehe ich nicht. Okay, Stream geht wieder. Eine Freundin. Haha. Noch nicht meine Freundin, Norbert. Erstmal Teststich. Ich sehe es aber so, wenn sie bei dir schläft. Naja, haben uns am Montag in der Berufsschule getroffen. Vor der Heirat Sex haben ist Heram. Haram. Heram. Ich kann nicht lesen. Alter, kein Küssen vor der Ehe, bitte. So. Mehr Munition. Gefällt mir. Das sieht mir aus wie so eine Leinwand. Ja, eine Leinwand. Ist hier runtergelassen. Geil, wie meine Hose. Dann kann ich bestimmt hier irgendwo einen coolen... Ah, mein Familie ist wieder. Und das ist ein Schalter. Ja. Oha. Now kiss. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das habe ich verstanden. Scheiß auf Allah. Was bist du eigentlich von der Religion her? Zinken. Ich bin Türke, beleidige Allah nicht. Du Nichtskönner. Halt Zinken. Okay, sorry. Amka Junge, ich komme mit meiner 5-Mann-Gang 1-vs-5 Minuten. Ich verkaufe heute übrigens Friesenjunge-Merch. Kaufen Sie heute noch das offizielle Friesenjunge-Kissen und das offizielle Friesenjunge-Mathebuch und erhalten Sie kostenlos das offizielle Friesenjunge-Kondom Ihrer Größe. Ja, sorry, ist ein Insider, merke ich gerade. Geschwisterliebe.
glaube an keinen Gott oder Wurm oder was auch immer. Ich glaube, dass ich gleich zocken werde. Das ist immer eine gute Wahl. Ich komme hier nicht mehr rein. Das ist ja lächerlich. Kann ich einen Umweg machen? Weil ich glaube, da hinten waren noch mehr Knöpfe, die ich drücken kann. Ich habe die Tür geöffnet. Scheiße. Ich hoffe, du verstehst trotzdem auch schwarzen Humor. Das glaube ich aber. Also hoffe ich. Ich denke, da sind zwei Waffen. Warte mal, die kann ich in den Ding einsetzen. Zwei Waffen. Nimm die doch, du! Bitch. Achso, nicht dein Ernst. Ein Modellkampfflugzeug. Was? Was? Krieg? Alter, Krieg finde ich gut. Modellschlachtschiff. Kann ich die Waffen nehmen? Zwei Magnum-Pistolen. Dann nimm sie doch, du Otze. Kann ich halt echt nicht. Finde ich ein bisschen dumm. Naja, okay. Dann will ich mir eigentlich gerade nochmal das da angucken, was da oben das Dino ist. Kampfmesser! Okay. So, was haben wir hier? Ein Rad. Gewehre aus verschiedenen Ländern. Ich will nur das Rad mitnehmen, bitte. Das Rad neu erfinden möchte ich, bitte. Ich muss los, das Rad neu erfinden. Na, wer hat das gesagt? Ich meine, es ist nämlich so schwarz, dass ein amerikanischer Polizist ihn erschießen wird. Kann ich auch noch nicht. Zensur hier? Bah. Würde mich lieber. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Den Spruch kann ich schon. Zensur aber nicht meinerseits, oder? Nicht, dass irgendwie Twitch wieder den Scheiß zensiert, was ich nicht merke gerade. Weil den Chat, den ihr seht, also der im Video eingeblendet wird, ist ein anderer, als den ich lese. Und dadurch sind häufig manchmal Sachen so unterschiedlich. Das ist richtig dumm. Manche Sachen einblenden, manche nicht. Finde ich ein bisschen gay. Ah, ein paar Goldlüger entnehmen. Yeah. Waffen. Das hat